Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Jetzt der zweite Teil vom Feiertag. Ein bisschen was müssen wir noch erledigen. Uns fehlen noch vier Dinge. Das heißt, wir werden hier gleich noch ein Tarntonikum nehmen und das Zähigkeitstonikum. Und dann haben wir vielleicht Glück und uns läuft noch irgendwie legendäres Tier über den Weg. Händler, das wird nichts mehr. Und dann machen wir einfach noch irgendwas beim Sammlerstart klar und dann, wie heißt es so schön, sind wir glatt. Jetzt holen wir aber erstmal eben die Post ab, beziehungsweise Vorräte und Munition. Und dann, machen wir es mal, ich hätte beinahe gesagt, machen wir es mal clever. Da ziehen wir uns erstmal, ja, hier was Dünnes an. Und dann reisen wir zuerst in die kalte Ecke. Und vielleicht haben wir Glück. Und da ist keine Ahnung, wie das Ding heißt, Marmorfuchs. Ich vergesse das doch immer. So runter. Ich wollte wissen, wie kalt es hier ist. Ah, schön, minus 10. Was ist hier heute nichts? Also weniger als nichts, gar nichts. Doch hier. So. Aber kein legendäres Tier. Aber gefühlt ist ja das Wetter genau richtig. Für den legendären Bison, oder? Schön Regen, mieses Wetter. Machen wir uns mal auf die Socken. Da friert er schon. So soll es sein. Dann können wir auch noch mal eben das Pferd füttern. Ich finde, da wird einem kalt bei, wenn man es nur sieht, oder? Oh, wenigstens hier. So. Wenigstens Hütchen auf und Halstuch. Es kann sein, dass es nicht die richtige Uhrzeit ist. Das weiß ich alles nicht. Das gucke ich nicht nach. Aber wo nachgucken? Mal auch mal den Detektor rausnehmen hier. Detektor, so. Soll ich mal versuchen, das ordentlich auszusprechen. Ein legendäres Tier in Sicht. Schade, schade. Irgendwas.
ist, glaube ich, hier oben, ne? Oh, und da gibt es noch eine Pfeilspitze. Ich dachte, das wäre hier oben irgendwo. Na gut, dann organisieren wir uns erst eben die Pfeilspitze. Und gucken hier nachher in Ruhe. Hier liegt das arme Tierchen. Oh, das gibt Punktabzug. Da waren wir nicht schnell genug. Da geht die Ehre aber sofort was runter, ne? Mit Recht, natürlich, mit Recht. Oh, hier. Kleiner Bug. Schnell weggucken. Wo ist das denn hier? Hier so schnell. Hier wird schon wieder weniger. Doch hier oben. So. Hier irgendwo. Hä? So, da ist es. Ich zeige euch das eben. Das ist genau hier. Und jetzt prüfen wir mal, ob hier. Ah, da haben wir schon mal ein Fossil. Das sollten wir, glaube ich, auch sammeln. Da der legendäre Elch auftaucht, wobei ich glaube, auch da ist die Uhrzeit die falsche. Jetzt hauen wir uns eben noch mal das schon mal rein. Aber ganz ehrlich, mit den legendären Tieren und den Uhrzeiten, das kann sich doch keiner merken, oder? Aber wie immer denke ich, man kann alles nachlesen, aber ich spiele das ja hier aus Spaß an der Freude. Muss ich nichts nachlesen. Hier ist aber auch nichts. Kein legendärer Elch zu sehen, aber hier, da seht ihr es, ist ein Vogelnest. Und dann holen wir uns wenigstens das. Ja, dann. Ja, das ist doch traurig. Uns ist hier nichts, glaube ich. Hier ist nichts, was wir gebrauchen können. So, dann holen wir uns definitiv die letzte Pulle. Die hier. Kann ich hier... Nee. Das will er nicht. Ah, jetzt aber. Dann geht's, glaube ich, auf nach Strawberry. Dann reisen wir von da aus, reiten wir eben dahin.
dann öffnen wir einfach noch eine Landkarte und gut ist. Super Wetter. Träumchen. Oh, da müssen wir mal eben die Treppe hoch. Aber wie gesagt, da wird er doch kalt vom Zug gucken, oder? Hier ist also auch irgendwas. Ja, auch nicht schlecht. Zeige ich euch eben, wo das ist. An dieser Stelle. Hier ist es. In meinem Ernst, er wird mir echt kalt. So. Das muss ja nicht sein, ne? Boah, ist das mies, das Wetter. Was haben wir hier? 6 Grad Regen. Das ist ja hier gerade wie im echten Leben. Dann reiten wir natürlich die üblichen Stellen ab, wo wir gerade mal hier sind. Hier ist nix. Ja, ich habe mein Lager wirklich am liebsten hier. Aha. Da ist... Da war doch der legendäre Bär. Ich habe das so gehört. Ich bin doch nicht bescheuert, oder? Jetzt werden einige sagen, doch, ist er. Aha. Da ist es. Aber warum? Hat das mit dem Pheromon nicht funktioniert? Was haben wir denn hier? Zweiter Versuch. Da ist er. Somit haben wir... Also jetzt dreht das Pferd aber komplett durch. Das kann ich euch sagen. Jetzt werde ich hier zur Strafe gefressen. Womit? Mit Recht. Das ist mir aber in diesem Fall egal. Denn es ging ja nur darum, die Nummer mit dem Pheromon hinzukriegen. Und dann reisen wir jetzt dahin. Wir lassen ihn in Ruhe. Da habe ich jetzt wirklich
keinen Bock drauf. So, eben hier nachschauen. Hier ist aber nix. Und weiter geht's. Los, weg hier. So, der Bär ist entkommen und das gönnen wir ihm auch, ne? Wie heißt das so schön? Man muss auch Jönne gönnen, ne? So sagt man, glaube ich, im Rheinland. Auch nicht mehr viele Aufgaben. So, das heißt, eine noch. Da sind wir mit durch, mit dem Naturkundler. Wir könnten jetzt mit der Band spielen, aber da müssen wir ehrlich sein, das ist ja langweilig. Das heißt, wir sehen gleich zu, dass wir irgendwie noch zwei Fossilien finden. Denn wir haben ja noch Zeit, ne? Ja, 16 Minuten. Alles tutti. Uns keinen Stress machen hier. Klar, wenn nichts ginge, kann man das machen, aber das ist ja an Langeweile gefühlt nicht zu überbieten. So, hier ist heute auch nichts drin. Gin haben wir genug. Dann aber raus hier. Es ist dunkel. Da sind heute Ratten drin. Jede Menge, hoffe ich. Jawohl. Hier sonst noch eine ohne Fahrschein. Jawohl. Und die da hinten ist geflüchtet. Aber es lohnt. Ja, schön Partiechen für die Tasche. Wer weiß, was wir morgen für eine Aufgabe haben. Und ganz ehrlich, besser kann man in die Taschentierchen ja nicht kommen. Finde ich. Auch aufheben, ne? Da ist manchmal ein bisschen langwierig. So. Tipptopp. So, wenn hier jetzt noch... Nee. Oh, da, was läuft da? Ein Backenhörnchen oder sowas, ne? Streifenhörnchen, so heißen die. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Backenhörnchen komme. Ist auch egal. Ihr wisst doch, was ich meine. So, auf zur Schnapsflasche. Schöner Whisky. Da haben wir die neuen Pullen zusammen. Wobei hatten wir vermutlich eh schon. So, dann treten wir mal eben die Heimreise an. Öffnen dann eine Landkarte für Fossilien. Einmal nochmal das Pferd füttern.
schauen wir mal eben. Oh, Brombeeren. Fasane. Also da kann man heute noch richtig abstauben. Gegnerische Ringspieler aus der Hüfte könnten wir jetzt da hinten machen, aber wir wollen es mal nicht übertreiben. Ab nach Hause. 5 Brombeeren. Ja, da müsste man da hinten. Kann man machen. Hätte man schon im ersten Teil ein paar sammeln sollen, dann wäre es einfacher. So. Dann gucken wir erstmal, wo ist die Madame heute? Ah, da. Ah, ja, da, 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 da. Hier ist heute die Madame. Für alle, die was abgeben wollen. So, was habe ich gesagt? Fossilien, ne? War ja nicht so gerne. Aber gut, da geht's ja nicht mal nach. Okay, das ist nicht schlecht, das nehmen wir. Das ist nicht ganz so gut. Ah, da. Ah, da hätte ich noch ein Stückchen weiter runterreiten müssen, ne? Ich würde mal sagen, da ungefähr war ich. Ist, wie es ist. Dann wollen wir mal. Dann reiten wir aber mal eben da hinten zu diesen alten Hütten. Da gibt es, glaube ich, Brombeersträucher. Hier hoch. Und nicht vergessen, hier sollte man die Waffe immer zumindest schon mal in der Hand haben. Denn da hinten, da ist meist ein Grizzlybär. Und wie ihr wisst, der hat Bock. Ne? Der geht sofort drauf los. Jetzt die Augen auf. Ich bin mir ziemlich... Da ist schon wieder was zu sammeln. Das ist meist ein Geierei. Und da hinten ist noch eine Tarotkarte. Dann lohnt es ja doppelt, ne? So, und ich meine, Brombeer war die Nummer, ne? Wachsen doch hier. So, da haben wir schon mal einen. Einmal. Zweimal. Hier nicht noch irgendwo so ein Brombeerstrauch? Ja, wenn man ihn braucht, nicht, ne? Was wächst hier? Egal. Oh, Maronröhrlinge. Hier müssen noch ein paar Brombeeren wachsen, das kann doch nicht sein. Gefühlt so eine Brombeerecke, oder nicht? Nee, auch noch Maronröhrlinge. Ach, das kann doch nicht sein. Ich muss doch noch so einen Brombeerbusch hier finden.
sind Johannisbeeren. Ist hier was? Dann eben nicht. Aber die Gegend ist eigentlich richtig dafür. Was sitzt da? Seht ihr ihn? Hätte ich nämlich jetzt keinen Bock drauf. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass hier noch mehr Brombeersträuche stehen. Da steht zum Beispiel einer, glaube ich. Da. Jawohl. Nein. Hey, wait, you stopping? Ja, zu dir komme ich auch noch. I imagine it must be like Halloween every day. All right, let's have a look see. Mein Gott. Lass mal das direkt hier. Why not? Let me know if there's anything else you need. Aha. Wo wir gerade hier sind, ne? So, und dann muss ich mir eben kurz orientieren, wo ist es? Da. Ach, alles klar. Auf der anderen Flussseite hier. Was ist da los? Da ist doch irgendein weißer Punkt. Da. Was hat denn? Da muss irgendwas sein. Verdammt, nein. Ah. Ja, wir müssen jetzt erstmal hier runter. Was hat denn? Ach da! Brauchen wir ein anderes Gewehr. Pferdchen, komm mal ran hier. Jetzt läuft doch die Zeit davon. Wir müssen sowieso auf die andere Seite. Und dann können wir ihn vielleicht auch retten. Was soll das? Der kommt doch nicht bis hierhin. Coole Socke. Muss man mal ganz ehrlich sagen, oder? Tatsache, die kommen bis hier. Die haben so Bock. So. Ja, wir retten den jetzt erst. Können da eine hängen lassen, ne? Wir haben es angefangen. Aber dass diese Kojoten oder was das war, dass sie so Gas geben, ne?
Da kommen sie. Und das gab noch eine Verärgerung, weil, naja. Was soll's. Dafür sind wir auch nicht hier. Dann holen wir uns jetzt. Oh, hier geht's nicht. Müssen wir ein Stückchen weiter rausreiten. Sagt die Uhr. Ja. Das hat sich dann doch hier gerade etwas gezogen, ne? So, also, Stückchen raus. Hier soll. Hier geht's auch nicht. Wir brauchen doch nur noch ein Fossil. Nun gut, da hinten ist ja so ein Schnellreiseposten. Ich würde sagen, wir düsen nach Valentine. Holen uns das letzte Fossil und gut ist. Schon mal einmal das Pferd füttern. Das Gold auch. So, auf nach Valentine. Ja, zieht sich. Ja, ist ja auch weit. Ja? So, wo ist es? Hier unten. Dann beeilen wir uns mal und ignorieren hier alle anderen Sammlerstücke und was weiß ich, was hier heute alles ist. Waren das etwa Fasane? Nein, oder? Das wäre es gewesen. Habe ich mich wieder nie aufgepasst. Ich glaube, die gibt es ja hier in der Gegend, ne? Hasen. Routine gilt nicht. Ja gut, man kann nicht immer alles Gold absahen. Und ganz ehrlich, so richtig bin ich mir auch gar nicht sicher, was ich damit kaufen soll. Runter. Ich denke, das ist vermutlich da an dem Baumstumpf, oder?
Dachte ich. Ja, falsch gedacht. Dann ist es hier. Ich zeige euch es nochmal eben, bevor hier. Da ist es. Und schon. Sind wir durch für heute. 9 von 9 Rollenherausforderungen erledigt. Das war's. Ja dann. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da. Und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son. Play for fun. Ich wünsche euch morgen einen schönen Feiertag. Ciao.